Folge. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ja, so ist es, wenn man sich OBS teilt. Habe ich jetzt gerade auf Mietzes Kanal gestreamt mit meinen Einstellungen. Deswegen bin ich schon ein bisschen gespoilert, was diesen Seed angeht. Jetzt habe ich was im Mund. Toll. Tja, das ist doof. Zum Glück merke ich es jetzt, statt in 2 Stunden. Du hast den ersten Seed komplett gespielt. Und jetzt wechselst du dann später. Und ja. Welcher Kanal? Team. Läuft, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ups, Spoiler. Weg damit. Ja. Und das war deine übliche Runde, die du sonst immer machst eigentlich. Das war jetzt nix Webbewegung. Ich werde es aber genauso laufen wie eben. Auch wenn ich weiß, dass da wahrscheinlich nichts ist, aber ich werde es trotzdem machen. Im Prinzip passt du immer deine Runde gelaufen, also. Es war nichts Besonderes. Ihr habt noch nicht viel verpasst, genau. Sondern walte du deines Amtes. Diesmal hoffentlich auf dem richtigen Kanal. 3, 2, 1, los. So ist es. Ich höre Santa auf dem Dach. So, dann wollen wir nochmal loslegen. Ja, ich bin mehr oder weniger auch drauf gekommen, wie ich dich rüsten wollte. Ja. Irgendwas ist da schief. Wir müssen auf jeden Fall unsere Klamotten finden und müssen die Stiefel finden, sonst würden wir auf Eis ausrutschen. Und ich danke dir. So. Kann heute bitte mal irgendwas klappen? Dankeschön. So, also bitte nochmal das Ganze. Ich wollte jetzt nicht halb machen, deswegen fange ich nochmal von vorne an. Allein schon wegen der Aufnahme. So. Auf jeden Fall ist Winter in Hyrule und wir können uns noch sparen, den Agascheck zu machen, weil das Item, tja, verpackt ist. So. Hi Demon, grüße dich. Sorry, wir waren auf dem falschen Kanal. Oh, weia. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt sehen wir den Demonlein. Das ist so wunderschön. Oh ja. So, wir müssen aufpassen. Jeder Schritt. Es ist kalt. Na, du nicht! Gerade du nicht, lieber Demon. Warum sollten wir dich bannen? Ach stimmt, es gab noch kein Weihnachtsgeschenk von dir. Das wäre für uns Grund genug. Weil Tannebaum. Ja, was für Demon. Ja, jeder Schritt tut weh. Und halt die Nies. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich frage euch, was macht er jetzt? Er geht Bomben kaufen und er weiß auch warum. Du kaufst dir Bomben, um Bomben zu bekommen. Genau. Was garantiert, wo ich jetzt nicht hingehe?
Nämlich hier bei der Oma. Die hat Bomben. Das weiß ich. Woher? Weil ich schon gemacht habe. Oh, der hat nur Schnort für mich. Genau. Und willkommen zu diesem Festivseed. Sehr aktuell, der ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Genau. Ja, die Kälte. Die Geschichte ist, es ist bitterkalt in Hyrule. Und Link ist nicht gut genug angezogen, das heißt, er rutscht auf Eis aus. Ihm ist kalt, aufgrund der Kälte rutscht er aus, weil er eben keine vernünftigen Sachen hat. Und genau, da sind die aktuellen Seeds. Der Weihnachtsmann wurde von Ganon abgeschossen. Tatsache. Und der Weihnachtsmann hat all seine Geschenke verloren. Und wir müssen nun die Geschenke einsammeln und sie den zuständigen Empfängern überbringen. Dann kriegen wir den Weg frei, um Ganon endgültig auf die Schnauze zu hauen. Oh, der Feuerstab. Ich bin überrascht. Warum nur? So, aber all die Lieben da, das freut mich. Denise, wie war Weihnachten bei dir? Ich hoffe, du wurdest reich beschenkt. So, die Oma, die könntest du mal bitte rausnehmen. Soll ich dir die Oma nicht speichern? Ach nee, nee, will ich nicht. Nicht, dass du nachher weißt, du hast keine Bomben mehr. Aber dafür ist der alte Tod jetzt ungültig. Nee, 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 nee. Ach, Moment mal, ich habe ja immer einen Twitch-Dinger. Nee, nix da. Also, ich kann mal den Tod immer wieder anschauen. Ich glaube, ich werde das mal von dem Kanal löschen. Moment mal, ich könnte das von meinem Kanal runterziehen. Verdammt. Ach ja. Und das ist Halle drunter. Warte mal, hier war Geld. Na? Ja. Kannst auch direkt rausnehmen, das Rennspiel. Ich schummel mal ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein bisschen Zeit aufholen. Ja, und hier ist natürlich frohe Weihnachten und Happy Chanukkah. Wollen wir nicht vergessen, unsere jüdische Mitbürger. Da ist der Weihnachtsmann. Ja, ich kann gerne nur sowas tun. Du kannst auch gerne die Mini-Moldon Cave. Warte mal, war da. Da war auch nichts Gutes, nur Herzteil und Geld und war auch nur Schrott. Ich würde trotzdem noch mal. Ah, ich gehe noch mal rein. Oh, das würde ich sehen, mal schon fertig. Und natürlich, das ganze Wasser ist vereist und... Oh nein! Es ist die Ente der... Das, des Bösen. Dark of Doom. Genau. Ich vermute ja, was die Ente repräsentieren soll. Na? Das kann sein. Stimmt! Dann was wollen wir mit den Flippers? Skill. Ich kann es immer wieder. Ach, wenn du Skill hättest, würdest du gleich noch einmal hier sterben. Warte. Na, 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 na. Gar nichts. Ah ja, das Netz war genau. Und der Grinch. Der Grinch! Du böses Miezi! Ich gönn dir nicht den Tod.
Genau. Die Ente ist mit Beton gefüllt. Dong! Schwuppsdiwupps. Ich wollte es euch nicht entgehen lassen, natürlich den Festivziel zu zeigen. Und ich habe mich schon gewundert, warum keiner in meinem Botchat war. Tja, Mizi ist anderweitig beschäftigt, wollte tatsächlich das Handy geschnappt, wollte jemanden hosten, ja. Mizi sieht die Stronger. Ja. Dann war mir klar und dann bist du gleichzeitig auf die Idee gekommen. Oh, Hammer. Naja, sagen wir mal so, Demon. Das Eis ändert auch die ganze Logik. Das ist eine Sache, womit der Tracker nicht so ganz mitkommt. Ja. Weil für den Tracker können wir hier natürlich noch nicht auf Eis rumlaufen. Also schwimmen. Demnach fallen also diese Bereiche für den Tracker aus der Logik. Brauche ich. Bomben auf jeden Fall. Also ab in die Küche mit dir, mach mal eine schöne Blabbermuffins. Erstmal ab zu... Naja, ihr werdet sehen. Zu Sora. Ja, zu Sora. Sora ist gar nicht zu Hause. Sora ist Weihnachten feiern. Ja, willst du das wissen, dass er nicht daheim ist? Das ist ja hier wie ein Auswahlspiel hier mit diesen Scheißviechern. Also, dass ich sie gerade die Viecher ausgesucht habe. Ist das König DDD? Ach, das kann ich gut gebrauchen eigentlich. Oh ja. Wow. Und glaub mir, es ist nicht die einzige Überraschung. So, was war mit zum Anziehen, aber es hilft mir nicht weiter. Tatsache ist, dass wir die ganze Zeit in diesem Status bleiben, was das Leben angeht. Ja, genau, das wär's ja. Ganz damit überhaupt keinen Spaß. Fakt ist, ich werde jetzt so sehr schwer lang gehen. Bam, 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 bam. Aber wie gesagt, viel haben wir noch nicht gesehen von dem Seed. Nee. Du hast einfach nur die Standardrunde gemacht. Genau, wie du immer machst. Ich hab's nur jetzt ein bisschen geändert. Du kannst ja schon mal Turtle Rock als Green Pendant eintragen und kannst mir Fragen sparen. Und EP war Pendant. Ja, das war knapp, oh. Das wird doch. Zunehmend knapp. Lämpchen. Und hier heißt es wirklich, jedes Herz aufsammeln, was man findet eigentlich.
Oh ja. Wenn man draußen unterwegs ist. Und ich habe mir auch bewusst Centerlink ausgesucht. Weil das so ziemlich die einzige weihnachtliche Figur ist. Wie gesagt, ich habe uns jeweils 50-50 mit Standardcharakter. Geile Sache. Und einmal 50 mit Helden. Das reicht bis zum nächsten Weihnachten. Mal gucken, ob sie jedes Jahr einen anderen machen. Kann ich mir vorstellen. Müssten wir einfach unter den Experten schlecht hinfangen. Ja. Du weißt schon, wen ich meine. Klar. Das ist klein, braun und flaschig. Genau, Schneemänner. Und die Nussknacker-Sweet. Also ich find's toll gemacht, obwohl ich den Halloween-Seed besser finde. Abwechslungsreicher, also noch abwechslungsreicher. Und hier kann man jetzt runtergehen, oh mein Gott. Aber trotz alledem wollen wir nicht meckern. Ich finde schon cool, dass sie sowas machen und dass man diese Sachen auch kostenlos bekommt und nicht unbedingt ein Abo oder sowas bezahlen muss, um diese Seeds zu ziehen. Da wäre Nintendo schnell auf dem Plan. Ich glaube, die würden dann ganz schnell die Bude zumachen. Ja. Ich glaube, die bewegen sich schon in einer rechtlichen Grauzone, was die Veränderung deren Eigentum angeht. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie sowas wie Lizenzen oder sowas haben dafür. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weißt du? Aber ich glaube, Nintendo hätte die schnell hops genommen. Die sind ja gerne schnell bei solchen Fansachen. Oh ja. Wundert es mich eigentlich, dass die noch nicht an den Randomizer angetreten sind. Ich glaube, die dulden das eher in die Richtung. Weil es ja gute Werbung ist für Nintendo eigentlich. Und ich glaube auch, dass Nintendo die Sache auf den Prüfstand zieht. Wenn ich die Sachen angucke, ob die auch wirklich ihren Glauben und ihre Vertretung entsprechen. Du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Bam, 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 bam. Aber Nintendo soll bitte nicht anfangen, auch sowas rauszubringen. Ja, dann mal so. Gerne ein Zelda 1 Maker. Das wäre... Nee, warum nicht gleich ein Zelda 2 Maker? Ja, klar. Kannst du alleine spielen, die Scheiße. Bam, 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 bam. Ja, Weihnachten geht zu Ende, ne? Wir lassen Weihnachten schön ausklingen. Wir zusammen. So, das lohnt sich hier definitiv. So, Maria hübscher packt als Zuckerstange. Da ist die Mietze wieder am Schlabbern. Du brauchst ihn ja eh nicht. Wenn die Mietze die Zuckerstange vernaschen. Wir machen jetzt Escape. Dann sind wir da auch durch. Wäre auch jetzt, glaube ich, so ziemlich logisch, so was ich machen könnte. Gut, ich hätte jetzt noch die Fledermaus. Was wird Onkelchen haben? Bomben. Oh ja, Onkel wird Bomben haben. Oh! Onkel, du bist sowas von tot. Okay. Er ist ja schon am Verrecken. Also was soll's. Ja, nice. Merry Christmas! Onkelchen war lieb zu mir. Jetzt noch die Silvers. Danke. Boots wären schön. Und so. Sehe schon wieder, krieg ich wieder als allerletztes. Wahrscheinlich in die Pelle. Hör auf. Aber es gibt hier noch so ein paar Überraschungen. Aber ihr werdet es ja sehen. Okay, dann sind die Silber in Pelle drin. Auch nicht besser. Soll ich gleich EP fertig machen? Was denn? Ich wünsche dir nur das Beste.
Stinker. Findet ihr nicht auch, dass die Mietz zunehmend immer gemeiner zu mir wird? Nee. Nee, ihr seid ja auf der Seite. Aber es bringt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung. Und ich habe uns auch das Layout ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Lollis. Ja, ja. Mhm. Ich bin immer lieb. Durch die paar Kleinigkeiten hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das Layout noch weihnachtlicher gestalten soll, ohne es groß zu verändern. Deswegen habe ich mich einfach für Schnee entschieden. Oh! Bin ja gespannt, wie der Key Sanity ist. Ich will mich ja nicht beschweren, aber... Ja? Ich smell es Ager. Nein. Ich smelle Ager. Nein. Du hast Cape, du hast Master. Ich hab noch keine Boots. Du hast Klappe? Ich hab doch keine Boots. Und so. Ach, du meinst auf Pyramide? Aha. Ja. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht. Das werde ich gleich machen, wenn ich eh schon hier bin. Dann wäre das erledigt. Du hast es nicht abgehalten in dem Buch. Du hast die Lampe, du hast das Cape bzw. die Master. Ich habe auch noch keine Pearl. Die wird wahrscheinlich auf der Pyramide liegen. Die Kleinigkeiten noch so bewirken können. Oh ja. Zumindest schaut es bei der Karte so aus, als würde der Schnee da so durch. Tschüss. Machen wir aber erstmal Escape zu Ende. Ja, jetzt das bedenkt, dass die alles so gewöhnlich schön in der Selbststelle. Da, ne? Ja, du. Genau, es passt irgendwie. Thank you very much. Miep, miep. Weihnachten ist. Gibt's noch ein paar. Gibt's noch 50 Retro-Coins. Wie schön. Das kleine Scoody. Bin ich eigentlich blöd? Ich schmeiß euch die Coins raus so kurz vor der NEC. Ah ja, Leute, nächste Woche Samstag ist wieder die Neverending Challenge. Selbst die Ratten haben kein Witz drauf. Ho, 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 genau. Slippery! Ui. Aber ich habe ja immer noch die Zivas, wo immer noch die Pearl oder so sein kann, ne? Kommen werde ich auf jeden Fall. Bam. Ach, das ist jetzt der Wintermantel. Ach. Was ist denn jetzt da? Ich habe jetzt einen Wintermantel gefunden. Ah, ja, ja, ja. Jetzt darfst du, dürftest du dementsprechend keinen Schaden bekommen. Genau. Den haben wir nämlich nicht gefunden. Ich hatte extra gesagt, es gibt einen eigenen Wintermantel. Ja. Ja, das ist doch cool. Das macht mir die Sache einfacher. Aber seht ihr, wir sind auch immer noch überrascht. Nee,
mich hat es nämlich gewundert, wie der V-Trop in seinem Stream, der nicht gespielt hat, und keinen Schaden bekommen hat außerhalb. Ja. Er hat dann nämlich den Mantelschrank gehabt. Da dürfte ich ja jetzt kein Leben mehr verlieren. Was alles möglich ist. Jetzt überlege ich, ich mache noch schnell die Ratte und Flasche. Dann gehe ich zur Acker. Oh ja. Voll niedlich. Gut, das macht das Spiel jetzt natürlich wieder einfacher. Da frage ich mich, wo der Mantel gewesen ist. Wir haben ja fast alle Truhen geöffnet. Na gut, der ist ja nicht in der Logik, ne? Wir haben ja nicht alle Truhen geplündert in einem Dungeons. Das sind aber meine Zungenstänge. Nee. Also wir müssen rum mit dem Zungenstängelchen. Zuckerstängelchen. Pearl! Rein theoretisch könnten auch die Handschuhe auch noch in EP sein. EP? Bist du schon durch? Boss? Du hast alle Atem rausgezogen. Achso. EP bist du durch. Gut, dann nicht. 2x20 und einmal Sumaria. Gut, dann haben wir jetzt Aga. Ja, ich hab grad volles Leben. Kennt ihr die Melodie? Ich verrate nichts. Snoopy. Oh, er hat renoviert. Oh.
You can reflect Aghanim's energy with sword, bucknet or hammer. Mit dem Hammer auch. Das wusste ich nicht. So. Bam, 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 bam. Ab zu Acker, dem Stinker. Und Sunny, vielen Dank für dein Hosting. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hoi, hoi. Den wünsche ich dir auch. Ja. Sunny, flauschig, Musikhubs. Hallo, Aga. Meint, dass ich schon öfter einen Agar-Fight gemacht habe, ne? Ja. Ja, ich kann es komplett clearen. Cola ist auch genug. Tschüss! Bye bye, frohe Weihnachten! So, da haben wir es wieder. Ich musste jetzt hingehen, um zu checken, was in diesem Päckchen drin ist. Weil ich es einfach nicht weiß. So. Bis auf. Pendant ist Spawn. Das andere wussten wir schon. Genau. Dann mache ich mich direkt auf Pott. Die haben auch komplett den Soundtrack komplett neu komponiert. Also die haben wirklich sehr viel, wieder sehr viel investiert in das Projekt. Ich finde auch, der Soundtrack ist geil. Passt, könnte sogar zu dem Original Link to the Past passen. Meine ich. Würde mich nicht wundern, wenn da mal ein MSU-Pack kommt. Little Drummer Boy. Ja, warum nicht? Barababam bam. So, dann. Die Dungeons wurden zum Teil. Einige Stellen wurden extrem vereinfacht. Mal wieder Pott. Wer kennt nicht den guten alten Pott? Auch immer die gleiche Route hier im Pott. Meine Route ist ein bisschen anders.
du machst ja dann, du bombst ja da auch schon das eine auf und so. Kommt drauf an, wie, was ich habe. Ich habe meistens jemanden, ich stelle immer die Route anders. Genau, Tetris auf dem NES. Genau, da ist es auch. Das ist ganz sweet. Nicht auf dem Game Boy? Gut, so hat er seine eigene Route. Wie gesagt, die hängt davon ab, welche Items ich habe. Klar, logisch. Habe ich die oben, mache ich links. Also die rechte Seite. Ja. Alles weihnachtlich. Bis auf diese Dinger hier. Gedacht, siehst du? Ja, sie sehen mehr nach Weihnachtskugeln aus, diese Dinger, oder? Ja. Oh ja, Sunny. Das ist gar nicht kennen. Was ist das? Grinch. Der Grinch! Der Grinch! Oh ja. Na, wir haben ja durch Zufall gesehen, wie V-Top Probe gespielt hat. Da hat er einfach nur Werbung gemacht für diesen Festival. Ein bisschen Kohle kann man ja gebrauchen. So, was haben wir denn hier Schönes dran? Hier wird der Big Keep vermutlich drin sein. Den hab ich ja schon. So, ab in Dark Maze. Ich überlege, ob ich dann noch gleich Swampfilzer. Wäre eine Idee, es sind einige Checks, ne? Ach, wie kannst du Swamp machen, was du nicht damit. Stimmt, ich habe ja gar keine Flipper. Und du keine Spiegel. Ich kann ja auf der Gummiente reiten. Also das musst du jetzt zeigen, wie du Swamp machst. Ohne Spiegel und ohne. Tja, stimmt schon. Ich stelle mir lustig vor, wie Link auf einer Gummiente reitet. Mhm. Das wäre was für Photoshop. Did you know the Duck of Doom? Okay. Sunny, ich weiß ja, dass du auch so grafikverrückt bist. Did you know the Duck of Doom? Ich bin hier ein Monster. Ey, lecker. Das andere Monster kann ich ja nicht anbieten. Was denn? Mietze schläft die Nacht in der Badewanne.
Betsy hat mir die ganze Nacht versaut. Sie war 5-6 Mal bei mir und hat mich vollgemauzt. Bis Roman dann festgestellt hat, Betsy hat nichts mehr zu trinken. Frag uns, wie lange. So. Na, 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 na. Ja, Sunny, genau. Geil. Beste Sonja. Wenigstens war es in der Pulle drin, ja, wenigstens. Hammersaw schaut ein bisschen böse aus. Ich hatte zum Glück noch eine Flasche auf Bäcker. Oh, ein Schlag noch. Scheiße. Definitiv. Gut in Halloween passen. So. Ich hab doch eigentlich schon... Eigentlich schon. Nee, mir fehlt noch was. Für was? Ice Palace. Ja. Und der Rockshot. Oh ja. Kann ich schon aufmachen. Okay. Ich habe jetzt erwartet, dass er mir jetzt sagt, welche Red Crystals sind. Ja. Wahrscheinlich, weil es keine Red Crystals gibt. War es gut zu wissen auch, ne? Ich hätte nicht erwartet, okay. Das ist machen, damit überhaupt. Egal, ob jetzt da. Ja, es ist so vieles in der Logik, ne?
Ich war jetzt überrascht, dass ich die Bombe kaufen konnte. Aber gut, dass ich es gemacht habe. Na gut, darüber lasse ich ja mit mir reden. Wäre es wirklich immer den Mantel zu finden? Eigentlich schon, damit man ihn nicht die ganze Zeit am Abkratzen ist. Das war jetzt Glück, dass ich den bekommen habe. Oh ja. Das macht die Sache natürlich einiges einfacher als beim letzten Mal. So, vielleicht kriege ich ja gleich den Hookshot und den Spiegel für Swamp. Okay. Na, was meint ihr? Hype? Nee, Bomben. Warte. Natürlich hat Kiff. Na, Ach, halt doch mal deine Backen, ehrlich. Aha. Streich ich das Weihnachtsgeld. Gib's mir. Ich hab ihn vergessen, dass ich nie den Vollbaum umbringen. Tja, wie ziehen. Was ist denn passiert? Oha. Was ist hier passiert? Was passiert mit einem Wassertempel im Winter? Ich glaube, da hat jemand absichtlich den Wasserhahn aufgelassen. Jetzt nochmal mit, das wäre mir jetzt ja sehr wichtig, da ist ja am Pendeln das. Oh ja. Ja, da muss ich den Kopf mitziehen. Eins. Ach ja, stimmt. Ne, warte mal, können wir. Mal pro Item esse ich ein Nougat-Ding. Pro Item ist du ein Nougat-Ding. Ja, trotzdem kann ich nichts machen. Nee? Nee. Trotzdem gesperrt, ja. Ach so. Gut, 6 Items sind's. 1 haben wir schon. 1 für die Nits. Oh. Mach ich mal einfacher. Warte, was das Bärchen findet. Hallo, Mister. Mister Fred. Genau. Oh ja. Kein Wasser anmachen. Einfach nur laufen. Aber ich komme nicht auf die Left Side.
Das war's jetzt nämlich schon. Okay. Kannst du die Sterne nicht... Doch, geht. Ich habe gedacht, die werden eingefroren. Ich habe den Eispalast, den Eisstab gefunden. So, 2x Fidimizi. So, das kann ich aber schon wieder gehen. Dann die restlichen 4 Items und Big Keys. Hier komme ich dann leider nicht um den Hookshot herum. Aber ich werde das auch nicht safe quitten. Ja! Da ist der Eisstab doch bedeutend kuscheliger. Das ist Feuerstab. Feuerstab. Ob man mit dem Feuerstab das Wasser hier wieder auftauen kann? Aber es wäre witzig. So. Ja, ist ein gutes Argument, Sunny. Ein gutes Argument. Ja. Also her damit. Sie nimmt den Eisstab gerne ab. Sie haben letztlich Eis im Stiel. Das macht ihn definitiv interessanter. Wie ich schon sagte, es schmeißt zum Teil die ganze Logik über Bord. Was du vielleicht überhaupt nicht registriert. Überhaupt nicht. Für den Tracker ist das noch nicht in Logik. Und nicht mal annähernd. Schau es dir einfach an, genieß es. Hast du denn das Grundspiel schon mal gespielt? Also das Vanilla Game? Der erste Tipp, den man gut beherzigen sollte, man sollte das Vanilla-Game kennen. Gut beherrschen, ja. Dann würde ich sagen, einfach mal hier mal reinschauen, öfter mal. Und gut, man sollte uns nicht vielleicht als Positivbeispiel nehmen, aber zumindest wissen wir doch, in welche Richtung wir gehen. Es gibt ja auch so viele Randomizer-Runner. Aber bisher ist die Ausbeute gar nicht mal so schlecht. Für Motte habe ich mir leider noch viel zu wenig... Ja. Wenn du ein Custom Seed erstellst, ja. Definitiv erstmal selbst spielen und probieren. Am besten erstmal ohne Uhr. Erstmal kennenlernen. Weil es gibt wirklich so viele Sachen, auf die man achten muss. Am besten immer merken, wo gibt es die meisten Truhen. Das ist so eine der wichtigsten. Mal gucken, ob ich mal zu Schatzi gehe. Ach, Moment mal, ich hab da gerade gespielt. Ach so, so. Wollt ihr wieder muscheln, ja? Ja, ja. Oh! Kann ich gebrauchen. Thank you.
So, dann wollen wir mal. Ach, frag uns mal, wie lange wir gebraucht haben für unsere ersten Seeds. Ich habe meine ersten Seeds gar nicht geschafft. Dass ich das jetzt ohne Schaden überlebt habe, war ein Glück. Aus den zwei Drohnen oder? Schlüssel war das jetzt. Schlüssel, zwei Schlüssel waren es, die ich rausgezogen habe. Nur zwei Schlüssel. Ja. Oder du ihn komplett machst, kann ich alle Atems auszählen. Naja, ist vielleicht noch interessant wegen Last Chest, ne? Ob ich Last Chest machen muss oder nicht. Aber gut, ich habe ja schon den kleinen Schlüssel für die letzte Truhe. Ja, wir benutzen den Emo-Tracker. Das ist der Emo-Tracker. Hast du gesehen? Ja, es waren Silvers. Nee. Ja. Schatz, er hat hier Silvers für mich liegen lassen. Ich glaube, ich muss noch mal kurz ran zu ihm. Ich kann sogar in jeder Form den Emo-Tracker empfehlen. Er ist wirklich sehr gut und wird regelmäßig gewartet. Es gibt, glaube ich, noch keinen stabileren Tracker als ihn. Wenn du durch dunkle Räume laufen musst, dann bist du nicht in der Logik. Dann würde ich einen anderen Weg suchen. Die Sache durch dunkle Räume rennen ist wirklich die hohe Kunst in dem Randomizer. Und dann musst du irgendwas übersehen haben. Weil dunkle Räume. Hier haben sie vereinfacht. Die ganzen Stacheln sind weg. Au. Denk immer logisch beim Randomizer. Hast du keine Lampe, dann garantiert das, was du als nächstes brauchst, nicht in einem Raum sein, der dunkel ist. Und mach dir den ersten Zug nicht zu schwer. Mach nicht noch einen Anemizer, mach nicht noch einen Entrance rein. Mach ihn wirklich basic. Ist natürlich schade, dass es nicht mehr die alten VV 30 Easy Seeds gibt. Damit hat man es hin. Da hatten wir noch Glück, dass wir mit den Seeds noch anfangen konnten, mit den Easy Seeds. Mittlerweile stört mich das mit den drei Herzen schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, nicht mehr. Aber der müsste keine Nachricht zukommen lassen. So. Sei dir nicht zu schade. Alles klar, Sunny. Wir sind ja nur eine Weile on. Klar, wir sind auf jeden Fall noch eine Weile on. Wenn du gegen Blind kämpfst. Ja, es kann sein. So, jetzt müsste besser sein. Aber, okay. Danke für die Rückinfo. Jetzt müsste es besser sein. Aber es ist auch immer Auslegungssache, was für Lautsprecher du hast. Manchmal ist es dann so, manchmal ist es so. Manchmal sind die Kanäle vertauscht. Kärchen. Solche Infos brauche ich immer. Weil ohne euch können wir es nicht wissen.
Ah, shit. Oh, ich danke dir für dein Follow. Weißt du, was ich vergessen habe? Ja, ich kenne dich irgendwo, ja. Jetzt darfst du die Tolle noch rumspazieren führen. Ja, echt, mal die Haut sowieso gleich ab, die Blöde. Ah, ist kein Problem. Irgendwas habe ich vergessen. Willkommen zu Kras. Hui. Die Schlampe ist ja nicht frei. Ja, sie hat sich schon ver. Die extra Runde passt mir natürlich gar nicht jetzt, so wirklich. Aber tröste dich, wie kommt. Ich hab auch immer wieder mal. Ich hab das vergessen. Ach ja, ich hab das Loch vergessen zu bomben. Passiert. Ist ja jetzt auch nicht der große Aufwand. Nee, aber schon ein bisschen ärgerlich ist es schon manchmal. Klar, es kostet Zeit. Es kostet wertvolle Zeit. So, jetzt aber. Hab auf jeden Fall viel Spaß auf diesem Kanal, mein Lieber. Und was mir auch so gerne passiert ist, ich habe die Bombe geworfen, aber ich war zu schnell wieder draußen. Gib ein kleines Begrüßungsgeld. Für alle. Einfach so. Okay, dann stimmt aber auch was bei dir nicht. Am besten mal einen Browser neu installieren oder sowas, weil normalerweise sollte das nicht passieren. Ich hätte gern schon noch ein, zwei Herzen mehr, wenn ich zu Heinzi gehe. Ach, das dürfte kein Problem für ihn sein, dich zu erledigen. Ja, die Sache mit den Emotes, das Problem habe ich auch auf meinem Rechner auf Arbeit. Gut, dass hier noch Herzen sind, die ich noch nicht rausgeholt habe. Warte mal. Scheiße. Aber den kann man ja dafür nehmen. Sind sie wieder gut, wa? Mietz lacht hämisch. Übrigens, ich bin beim Gengar, der freundliche Kommentator. Ach so, ach. Das geht natürlich nicht mehr. Hoppala. Das geht natürlich nicht mehr. Sorry. Hoppala. Das kann nämlich verklagen wie falsche Versprechung. So, jetzt aber. Ah, ich hab ja Fehler, das ist ja nicht so schlimm. Yes! Ich verstehe der Herr auch, dass du billiges Personal an. Merry Christmas! Du hast dein Personal schlecht gebrieft, mein Lieber. Ja, das kommt von eurer Firma.
So was. Mieses Stänker. So. Schnell zum Sethaus. In den Bergen kann ich aber noch keinen Blumentopf gewinnen. Aber ich kann Schmied machen. Ba, 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 ba. So. Genau. Ba, bi, bo, ba, 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 ba. Da wir ja leider noch keinen Spiegel haben. Ja. Tu mal wieder diesen Fake-Heiligenschein runter. Das sieht so total abgenutzt aus. Ist mir schon mal aufgefallen, dass der kleine Schmied aussieht wie ein kleiner Weihnachtsmann. Ich hoffe, er hat lange Unterwäsche an. Naja, hoffentlich nicht allzu lang, ne? Kann er sich dran entwickeln. Ich könnte eine Socke von mir reichen, die dürfte ihn gerade so passen. Sonst kitzelt. Was nicht alles kitzelt heutzutage. So. Wieso? Er hat dir nur Pfeile gegeben. Ich will die nicht! So. Bum-bum-bum. Dark World. Ich überlege gerade, was würde jetzt am meisten Sinn machen. Ja, ich weiß schon wohin. Ne, ich mach was anderes. Ich werde erstmal zur Hexe gehen. Wollte ich gerade vorschlagen. Pilz abgeben, Tränke kaufen. Mhm. Du mit deinem Kopfkino, Demon. Bist du am Ende der Versaute hier? Maybe? Warte mal, waren die Hühner gerade als Rentiere verkleidet? Putz wären schön. Flöte. Das Schwert. Schau mal. Christianity mache ich danach. Mal gespannt, wie sich das hier als Christianity spielt. Na, wie das. Ach so. Jetzt aber. Gesanity ist nochmal sehr anspruchsvoll. Da sollte man den Randomizer einigermaßen gut verstehen. Oh ja. Sonst kannst du dich wirklich begraben. Und
Und du musst Pinys genau tracken. Vor allem die Schlüsseln. Ja. Aber bis jetzt funktioniert der Tracker, ne? Könnte man Motte nicht auch einen Silberpfeil in den Rachen schießen? Gute Frage. Musst du doch die Motte One-Hit killen. Eigentlich. Treffen, aber. Treffen? Ja, das ist es nämlich. So schnell, wie die sich bewegt, der Scheißviech. Ihhh, es ist giftig. So, weiter geht's. Nächstes Dungeon. Also das Bergproblem haben wir mal schon gelöst. Ja. Das definitiv. Kannst gleich direkt zum Motte. Ja. Denkst du auch noch an die... Ich weiß nicht, in welchem Pool die anderen, du weißt schon, was fallen. Aber gut, das ist nicht so schlimm mit dem Eis. Zur Not. Also einige Räume wurden schon verändert. Wir sind auch bislang, meine ich, gut im Rennen. Aber was Besonderes, wir müssen hier eine Liste abarbeiten. Oh ja. Die Geschenke, die wir finden, müssen wir zu den Leuten bringen. Und wir müssen zu Mrs. Zahra und zum Octopus Guy. Damit sie alle schön brav ihre Weihnachtsgeschenke bekommen. Jap. Aber ich würde sagen, die Rundreise zu den Leuten machen war. Ja. Die haben es definitiv drauf. Das war gut. Es waren ein paar Volltreffer. Genau, die Weihnachtsmotte. Sind ja ein paar bei. Ich freue mich richtig auch an alle, die zuschauen. Ein schönes Weihnachten. Oh ja. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt Richtung Dark Mountain, Death Mountain machen. Mich da oben mal ein bisschen umgucken. Ich habe ja nicht mal die Flasche gebraucht jetzt. Wir haben ja TOH haben wir ja in der Lore, als Crystal, ne? Ja. Sehr schön, dann können wir die da gleich machen. Genau, es ist weihnachtstastisch.
Ja, wir gehen dann in Vorbereitung für Silvester. Wir werden Silvester wieder irgendwas Schönes machen mit euch. So wie letztes Jahr. Oh ja. Das ist so ein Programm, was wir just for fun machen, weil wir ja nicht glauben, dass allzu viele ihre Silvesterparty nur dafür opfern, um uns zuzuschauen. Oh ja. Aber wir waren ja auch beim letzten Mal überrascht, dass so viele dabei waren, ne? So. Schon sind wir da. Death Mountain. Ich hasse Death Mountain. Oh, leck. Boah, ich bin durch die ganze Animationsgeschichte an den ganzen Stein vorbeigekommen. Einer wird mich Minimum treffen. Oder? Nein. Was denn? Na, warum gehst du ran? Du musst... Na, ich will gucken wegen... Ach ja. Ja, bitte. Was drinnen ist. Gewohnheit. Reine Gewohnheit. Stimmt, das konnte ich mir ja schenken. Ist ja alles verpackt. Päckchen! Ach, das könnte auch im Vanille so bleiben, dass alles so schön verpackt ist. Oh nein, Mizu, kriegst keine Päckchen mehr, du hattest genug. Du, ich verlange auch keine Päckchen. Nur Inhalt. Das hast du gesagt, nicht. Ach was. Als wäre ich so materiell. Nein. Sehe schon, nächstes Mal erwartet ein Gamer-PC von mir. Als ob. Oh. Minimum 4000 Euro. Boah. Naja. Ja, ich verletze deine Gefühle. Da ist was zu trinken und gutes. Schnief, schnief. Ach du, Pisser du. Ich hasse diese Dinger. Habe ich den Eindruck, dass es mehr Felsen geworden sind? Ich nicht! Das kriegt er von mir auch nicht. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ach, so würde ich sowas verlangen. Ho, 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 was sind das für Boots? Ich kann nicht rennen. Was kann man damit wohl anstellen? Das erste paar Stiefelchen. Psst. Ich bin ganz zufrieden mit der Ausbeutung. Oh ja. Genau. Wir können jetzt auf Eis laufen, als wäre es normaler Boden. Ja, schon, aber ich würde ganz gerne erstmal. Mach es auf der Darkseid. Ich mach Rückweg dann von Hera. Ich muss da Hera machen. Hm.
Oh, ich habe ja auch irgendwie alles, um den Tower zu machen. Mizi wieder am Schlabbern. Mhm. So, so. Mizi fleißig trinken. Gut, gut. So. Hä? Puh, ich bin bescheißt. Ein blau markiertes Feld heißt, ich kann zwar sehen, aber ich kann es noch nicht erreichen. Grün ist Full Access. Gelb benötigst du einen Glitch. Orange ist nur teilweise erreichbar. Genau. Und blau, wie gesagt, kann man sehen, aber nicht erreichen. Würmchen. Nicht dafür, dafür sind wir ja da. So. Würmchen, ich komme. Oh, Quake. So. Würmchen ist ein bisschen aggro, weil Würmchen noch keine Geschenke bekommen hat. Zum Glück hat sie Mietz nicht gesehen. Ach. Danke, Demon. Jetzt fängst du damit an. Sowas nähere ich an meinem Busen. Lassen sich alle von der Miets anstecken. Meine Gefühle. Da ist und trinkt was. Nee, diese Variante ist wirklich aggro. Die hat sogar den guten Vito ein paar Mal runtergeschmissen. Ratten, die Elende. Ah! Warum soll es dir besser gehen wie mir? Habe ich einen Stock als Waffe? Warum ist er nicht gestorben? Scheiß Fisch. Thank you.
Alter. Das reicht ja auch, alle guten Dinge waren drei, ne? Aber Hauptsache, ihr habt euren Spaß an der ganzen Sache. Laut Tracker habe ich die Flipper. Sag mal. Was war denn das Item? Schaut vielleicht. Vielleicht die blauen Stiefel. Du Fahrer. Ich hab die blauen Stiefel. Sind die Flippers. Interessant. So, ich könnte aber schon mal jetzt Turtle Rock aufmachen. Wolltest du nicht eher vorher die Spike Cave machen? Ja, das kann ich immer noch. Also die Spike. Die Spiral Cave. Ach so, gut, dann gehe ich von unten hoch. Du hast nicht das Spiegel, deswegen. Ja, ist richtig. Du kannst immer noch die Super Bunny Cave und die Hochschild Cave mitnehmen, dann bevor du zu Turtle Rock gehst. Ja. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Du bist doof. Bis zur schlechte Laune kann man ja machen, aber bitte nicht zu Weihnachten. Mama, 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 miau. Zumindest sind wir nicht die stummen Randomizer-Player, die einfach gar nichts sagen. Einfach nur zocken, kein Mikro haben oder sowas. Die ja wirklich nur rein auf Zeit aus sind, ne? Ist mir auch zu langweilig. Wenn der Streamer gar nichts sagt. Na super. So, müssen wir mal schauen. IP wäre jetzt mein nächstes Ziel. Habe ich ja alles für. Burner. Kann man gebrauchen. Spiegel. Das macht mir einiges einfacher. Das war Ether. Sparkcap will ich noch nicht. Ich werde erstmal wieder Hexe gehen. Warte mal, ich habe doch den Trank noch. Ich muss ja eh Lightvolt. So, gut, dann wollen wir mal in Ice Palace gehen, ne? Vielleicht ist es da drin ja wärmer als draußen. Thank you.
Aber es kann aber auch sein, dass sie das zum letzten Mal angepasst haben. Die haben ja von Anpassung geredet. Dass deswegen dann jetzt auch eben, obwohl wir die Flipper nicht haben, jetzt Ice Palace in der Logik ist. War ja bei uns ja noch nicht der Fall. Die Frage ist, ob sie auch die Anpassung gemacht haben bezüglich Swamp. Ja. Schauen wir mal, dass wir hier mal schnell rausrennen. Das Geile ist, dass ich hier auch nicht mehr rutsche. Das macht die Sache um einiges angenehmer. Oh ja. Also und diese Rutscherei ist Ice Palace ein Witz. Mobs hier schon wieder Geschenke? Nee, ich leg sie nur drunter. Ah. Das ist einfach das Geschenkpapier von letztens. Nein. Du hast es aber auch in der letzten Zeit. Ja. Unter gewissen Voraussetzungen kannst du. Also hier festiv auf jeden Fall. Deswegen konnte ich letztens so ein weiteres hier in die Treppe reingehen. So, komm schon. Hey, 9 Retro-Coins. Wow. Not bad. Dieser Raum ist eklig wegen dem Schlittern. Krass, was man an Zeit spart. Die blauen Stiefel sind ja echt eine Belohnung. Die könnten sie mal ins Vanillaspiel einbauen. Oh ja. Das Upgrade. So. Das mache ich mir auf den Rückweg. Wie gesagt, Sora brauchst du nicht dringend, die Flippers. Nee, aber Minimum. Die Handschuhe. Ja. Die Flippers brauchst du nicht dringend. Das ist den Vanille auch normalerweise erst dort die Flippers bekommst. Genau. Wenn du jetzt natürlich ein Festiv zieht, spielst, dann ist klar, dass du zu Sora kannst. Ja.
Gleiche mit Hobo, also der unter der Brücke. Da ist das ein bisschen merkwürdig. Dann hast du vermutlich schon die Flipper. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Anders ich auch nicht. Es gibt zwar noch die Möglichkeit des Fake-Flippers. Aber diese Variante registriert der Tracker nicht als Logik. Ja. Ich habe alles raus. Ja, dann ist es eigenartig. Bist du sicher, dass du hast du einen Auto-Tracker drin oder hast du manuell getrackt? Dann kann ich auch wieder Fire Rod nehmen. Nun müsstest du irgendwas Falsches getrackt haben. Genau, dann hast du es falsch getrackt. Bata! Gut, dass ich die Brötchen für den Offen gehabt habe. Ja, weise Entscheidung. Also alle rausholen die Brötchen. It's Brötchen-Time. Schmier, Schmier, Kleisterbeleg, Schmier, Weihnachtsbrötchen, Weihnachtssemmeln, Weihnachtsbrote und leckeren Stollen, den ich damit aufschneide. Danke. Nach dem ersten Ziel gibt es eine kleine Kaffeepause. Ja. Die gönnen wir uns. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Ich würde jetzt... Ich habe da noch so zwei, drei Checks, aber ich würde vielleicht überlegen. SP weitermachen. Ja, genau, die mache ich immer schnell zu Ende. Und da hast du noch vier Items drinnen. Ja. Und wenn du möchtest, lieber Mr. T-Hard, kannst du auch gerne auf den Discord-Server kommen. Und da können wir auch gerne schnacken über den A Link to the Past Randomizer. Halt, ich muss ja in Dark World. Gehen wir mal rüber das Eis. Hab ja auch immer noch keine Möglichkeit, nach DP zu kommen. Hab ich auch noch nicht. Sonst können wir das Ding hier nämlich zumachen. Oder mal alle Items rausholen. Ja. Schreib einfach ins Wohnzimmer, was du möchtest. Oder quatsch mit uns. Schreib mit uns. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal den Discord-Server vom guten Böhm Gänger folgen. Da könnte er dir ja vielleicht einen Link in den... Vielleicht magst du ja mal einen Discord-Link von dir auf in den Bot schreiben.
So, das ist hier mein Discord. Meiner befindet sich noch im Aufbau. Aber ist schon fast fertig. So. Da wird es auch eine kleine Link to the Past Ecke gegeben. Genau. Auch eine kleine Pokémon Ecke wird es in Zukunft geben. Hui. Och, komm. Ach, wie mies. Na, besser als wenn Bossi den hat. Ehrlich. Also an Glitches traue ich mich so nicht ran in der Link to the Past. Das ist wirklich die große Kunst in meinen Augen. Für lumpigen... Für lumpigen Zwanni. Das Fake-Flippern sollte man vielleicht schon beherrschen. Ist doch das Einfachste von allem. Oh ja. Wirst du sicherlich mal sehen, wenn einer von uns beiden ein Triforce Hunt macht, dann nutzen wir das ganz gerne, das Fake-Flippern. Wie man sagt, auch wenn du möchtest, hin und wieder wird hier der Link zum guten Böhm seinen Twitch-Kanal eingeblendet. Auch da würde er sich sicherlich über einen Follow freuen. Auf YouTube natürlich auch. Aktuell Cat Quest auf YouTube. Was aber auch schon bald zu Ende sein wird. Ja. Glückchen. Ja. Und natürlich aber auch nicht einen YouTube-Kanal. So, Glöckchen ist weg. Okay, 45 werde ich jetzt noch checken. Den ersten Kakariko. Mir fehlt definitiv die Ocarina. Itemtechnisch hätte ich eventuell alles für Mystery Maya. Eventuell, weil mir ja wahrscheinlich möglicherweise noch das ein oder andere Medaillon fehlt. Was wird's sein? Normalerweise lasse ich sowas liegen. Buddeln. Buddeln war ich schon. Ach so, hier, ja. Schauen wir mal. Ich überlege gerade. Ja, scheiße, Totlock können wir noch nicht machen. Dungeon-technisch sieht es momentan essig aus. Thank you.
Ah, ich wüsste, wo noch was sein könnte. GT? Ich hab GT. Minimum ein Item gab's. Denk an die Flasche. Ach nee, die wurde bloß aufgefüllt, ne? Bist und bei Gelegenheit kannst, könntest du denn Swamp Palace austracken? Mach ich. Danke. Mach ich die Zelle, stimmt. Ist doch erledigt. Buch wäre fein, dann könnte ich zumindest schon mal in DP dippen. Vier habe ich schon. Fünf habe ich schon. Fünf Dungeons. Agina. Ah, dann können wir ja gleich mal ein Geschenk abliefern. Cross the name of your list. So, Dark Eyes, Rod Cave, da hinten, okay. Ach, ich würde sagen, wir bringen jetzt mal ein paar Geschenke weg. Dann haben wir schon mal weg. Hast du gebombt? Ja, da war aber nichts drin. Okay. Im ersten Durchlauf. Okay, ja. Ich hätte natürlich noch Lake Hyrule. Gehen wir sonst nie rein. Aber wir müssen. So. Mhm, Sand Cave, alles klar. Müssen wir auch erledigen, das Ganze abgeben. Eggnog heilt alle Wunden. Ich habe noch nie Eggnog getrunken, du? Ist Eggnog nicht ein Eierlikör? Sowas ähnliches. Ach so, ja. Dark World. Ich kann fragen, wo du suchst.
ist eher ein Eierpunsch, wie ich da gerade lese. Also die harmlose Variante davon. Ohne Alkohol, mit Alkohol? Meist alkoholhaltiges Getränk. Meist. Es gibt's auch alkoholfrei. Mit Alk und Milch oder Sahne. Interessant. Es wird vor allem in Großbritannien, USA und Kanada getrunken. Klar, die Deutschen mal wieder nicht. Oder generell die Europäer mal wieder nicht. Ach, Großbritannien zählt nicht zur EU. Nee, das ist vorbei. Du weißt schon, was ich meine. Ja, das ist vorbei. Europäer. Ja, das ist vorbei, genau. Ja, stimmt, okay. Mhm. Wollte gerade sagen, der Zug ist ja abgefahren. Das heißt, sie sind aus der EU, also sie sind noch immer noch in Europa. Werden sie ja bald wieder ihre eigene Währung einführen, wa? Die hatten sie schon immer. Ach stimmt, ja, die haben ja nie dieses Euro-Gedöns mitgemacht. Nee, die waren so intelligent. Danke dir für dein Hosting, lieber Demon. Ja, hätten wir mal auch lieber unsere D-Mark behalten. Naja. So. Da. Maya Area Cave kommen wir noch nicht hin. Also es ist ein einfaches Rezept, also man braucht nur 4 Eigelb, 80 Gramm Zucker, Messerspitze gemahlenen Muskat, Messerspitze gemahlenen Zimt, 150 ml Sahne, 500 ml Milch, eine kleine Prise Salz, Vanilleschote, optional Brandy, Whisky oder Rum. Okay, das alles zusammenschütten und... trinken. Ja, ein bisschen erhitzen, Eier und dazu können wir einen kleinen Topf geben und bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Masse sollte auf keinen Fall kochen. Ich überlege, ob ich... Ich check jetzt mal... Graveyard Ledge. Dann könnte hier langsam mal was passieren. Aber ich danke dir auf jeden Fall, mein Lieber. Ja, Mizi weiß, wie Google funktioniert. Ist doch wahr. Ich doch nicht. Das würde ich gut kennen. Hust, hust. Geh mal durch den Wald. Komm, wir gehen durch den Wald. Also 2,5 Stunden will ich schon ganz gerne haben. Das war ich. Ja, aber noch ein paar Mal geschrieben. Na klar. Ich wusste ja nicht, was da drauf ist auf der... Mhm.
Ah! Es öffnet mir auf jeden Fall wieder ein Türchen. Oder? Oh ja. Das wird drastisch. Ich gehe jetzt nach Turtle Rock. Wo ist mein Geschenk? Sneef, Sneef. Alles klar, es wird schmecken. Schönen Tag noch und schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ich habe ja auch noch ein Päckchen auf dem Brillenfelsen. Danke, Gleichfleisch heißt es. Und liebe Denise, du bist ja, absolut. Du hast dich verschrieben. Ist so richtig. Die Nies, nicht die Nies. Oh. Jetzt aber. Liebe Denise, du bist jetzt VIP. Glück, Strumpf, Glückwunsch. Du bist so oft dabei und machst auch immer schön mit, bist immer schön am Schreiben und da denke ich mir, da sind wir uns alle einig. Genau, Glühstrumpf. Da hätte ich auch noch ein Päckchen. Schnapp ich mir gleich mal, bevor ich dann in Turtle Rock reingehe. Ich glaube, Turtle Rock könnte jetzt noch wichtig sein. Oh ja. Dir fehlen wirklich im Prinzip nur noch Medaillons und Flöte. Die Flöte. Die jedenfalls Medaillons noch. Ein Medaillon noch. Aber dann wäre ich durch. Mhm. Und hoffen, dass die EP nicht umgeklappt ist. Huch. Ah nee, dafür hat sie ja die Flöte. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre dann mit der Flöte hinfällig, weil das sind beides dann schon. Auch mit der Flöte betreten kannst. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich ja doch, also GT, weiß ich nicht, könnte ja jetzt noch interessant werden gerade. So aus der Reihe.
brauchst keine 7 Crystals. Nee. Komisch, ne? Irgendwie wurde renoviert. Oh ja. Nanu? Ay caramba! Ich bin der neue Music Composer. Der hat nämlich eine Flasche für mich. Schau mal an. Aber er macht seinen Job gut. Muldern need more ice. Guck mal, der hat hier zwei Super Nintendo. V-Top said I could plug my VIP link to the brass tag. Loopy Green, it's based on Gen 1 Pokemon. But better because I made it. I did the list, rewrote the sound engine and put Rich's music into the NSpec format. Hier haben wir nämlich, hier hat sich nämlich das Entwicklerteam niedergelegt. Ja. Miau. Hi, ich bin ein Fisch. Er mag Argus. Ah, okay. Don't forget to say hi to my kitty. Miau. Ich finde das ganz witzig. Ripped. Das hier soll V-Top darstellen. Finde ich auf jeden Fall funny. Und eine Flasche hat's gegeben. Ach, wo ist denn der Ausgang? Machen wir es einfach so. So, jetzt geht's aber weiter. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich denke, Turtle Rock wird uns so die letzten Antworten geben. GT gibt es nicht mehr. Thank you.
Aber man probiert es immer wieder, ne? So. Selbst diese scheiß Viecher haben so Mützchen aufgesetzt. Wow, ohne getroffen zu werden. Skillmann. Oh ja. Lucky. Muss mal gucken, ob es irgendwo eine Statistik gibt, welcher Sound am oftesten gespielt worden. Deswegen bin ich ja gespannt, wie sich der Key Sanity verhält, da wir ja GT nicht mehr haben und das alles. Au. Oh, das ist gut. Das macht mir die Sache doch einiges angenehmer. Ja, kann man so sagen. Weil Weihnachten ist. Wieso, ich ziehe euch alle wieder ab? Hat das jetzt laut gesagt? Ihr seid doch eh so lieb und lasst mich durchrennen, dass ich mal eine NEC gewinne. Also. Gut, dass die Beats ein bisschen was auf jeden Fall hat. Seht ihr, seid alle lieb zu mir, kommt alle gar nicht zur NEC. Lasst mich einfach durchrennen und gut ist. Ach, die Mietz ist noch da. Schick die Miets in den nächsten GameStop in der Zeit. Ach Mist. Du hast ja mobiles Internet. Flatrate. Nee, nicht ganz. 20 GB hast du, ne? 10. 10. Nicht normal, 6. 6? 10 oder 6. Ich werde mir in der Zwischenzeit vielleicht dein Handy auspacken. Alter! Unlimited Tarif, vielleicht für mich? Genau, Flatterrate. Irgendwas hat sich hier auch verändert. Thank you.
Gut. Drum, Demon. Jetzt wurde extra Basti sicher gemacht. Dass auch er es ohne Probleme schafft. Stimmt ja. Was denn? Sie machen einen Scherz für dich. Manchmal bist du sehr verletzend, weißt du das? Hier hast Schoki, hier hast Getränke. Mein Liebster. Ja, ja. Auf einmal. Ja, ja, weißt du, was das heißt, gell? Ich hab nicht das Problem, ich hab was zum Surfen daheim. Benutzt die auch mal. Wasser zum Trinken und die Schärfe zum Schnüffeln. Ehrlich gesagt, ich hasse die Feuerseite. Ja, ich auch. Dreiköpfige Christbaumkuchen. Den haben sie leider nicht verändert. Den haben sie auch nicht verändert. So. Steinhaufen, Bibliothek, Königsgrab. Das wäre jetzt so die Richtung, die ich fahren würde. Mhm. Kenntnis abgeben. Ja. Danke, Demon. Aber das, was ich brauche, war immer noch nicht dabei. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Damit sollte das Thema Misery Maya sicher sein, wenn ich die Flöte habe. Pendant abgeben. Check machen. Hm. Ach, da war ja was. Das wäre ja fair, dass du. Oh, hab ich das zu laut gesagt. Das wäre dann schon wieder ein Pet-Seat. Dann hätte ich ja langsam den Verdacht, dass wir hier immer Pedals lahmen. Oh, das tut mir leid, wenn ich das zu laut gesagt habe. Book!
Weißt du, wo ich als erstes hingehe? Herr Distel. Nö. DP. Ja, Mudora, genau. Also musste ich zwangsweise Turtle Rock machen. Mhm. Egal ob. Stinkt mir trotzdem schon wieder nach Pet. Ach, das machst du doch gerne. Ja gut, ich hätte bloß noch eins rauszuholen, das wäre MVP. Das ist schnell erledigt, aber... War wieder ein All-Item-Seed. Aber ja, die Zeit wird knapp mit 2,5 Stunden. Aber noch realistisch. Im Endeffekt. Schau mal, wir müssen kein GT machen. Ne? Das spart schon mal eine Menge Zeit. DP wäre Bootslock gewesen. Das war der Schlüssel, der Kleine. Aber auch mies, dass sie den kleinen Schlüssel in ein Paket gepackt haben. Aber gut, wenn man den Kompass kriegt in diesem einen Raum, dann sollte eigentlich schon klar sein, dass das Ding Bootslock ist. Oh ja. Gut, wer es weiß. Und da ist die Flöte und wir haben Go. Aber diesmal scheint er alles getrackt zu haben. Also wir scheinen auf jeden Fall eine ganze Menge nachgearbeitet zu haben. So, dann kann ich mir jetzt aber Big Chest sparen. Also ich sehe die 2,5 Stunden noch realistisch. Denn soweit haben wir ja alles, um gerne zu killen. Dann wäre ich ja noch zeitlich in meinem Rahmen. Misery Maya, wenn man Glück hat. Ich habe für den ersten Festiv habe ich fast 4 Stunden gebraucht. Ja, das Problem war aber bei dir beim ersten Dorf. Unwissenheit. Nee, nicht die Unwissenheit. Du hattest Pech, du hast den anderen nicht bekommen. Ja, ich musste ständig Self-Quit machen. Und regelmäßig Flaschen holen. Ja. Und ich wusste das mit Swamp nicht. Ironischerweise hast du das bei Swamp eigentlich sehen sollen. Rein theoretisch, ja. Wie du den Wasserkanal betreten hast, dass das schon was anderes war. Ja, damit da. Ich krieg eine schöne Karte. Schön, schön, schön. So. Safe quit nach. Genau. Thank you.
der Flöte können wir ja noch mal eine ganze Menge Zeit sparen. Oh ja. Naja, so eine Weihnachtsgirlande, würde ich sagen. Erstmal wieder Geschenke abliefern. Bombos war's. Na, Quickmeier oder nicht? Klopf. Den ersten Seed ja schon fast geschafft, ihr Lieben. Sehr schön. Und weg hier. Hui. Thank you.
ich hätte es ja einfacher machen können wegen des gerade von mir. Genau. Ist er noch drin, der Befehl? Nee. Aus Mizi ist noch nicht drin, ne? Nicht mehr. Ha, hast du schon rausgenommen. Ja. Aber ich kann die gerne nochmal eintragen, wenn du möchtest. WB. Da war nur temporär drin, weil ich nicht wusste, wie ich hier sonst den Server überreichen soll. Ach so. Na, mit den 2,5 Stunden wird auch ein bisschen crispy. Nee, nichts mehr. Klassische Schminken. Ich muss noch zu viele Geschenke abgeben. Erstens das und zweitens... 2 Stunden 45 spätestens. Trotzdem besser als 4 Stunden. Kannst du mal die Backen halten? Das war's jetzt definitiv. Ah, schade. Ich dachte, ich krieg dir noch ohne die Pulle. Danke, Demon. Das, was ihr übrigens gegebenenfalls im Hintergrund hört, ist Roman sein altes Notebook. Aber ich glaube, ihr hört das nicht. Ich glaube, das ist zu leise. Ich hab ein altes Notebook. Du hast ein nagelneues Geschenk bekommen. Von wem wohl? Weihnachtsmann. Vom Christkind. Ja, zwar aber besoffen. Wo die Pakete vertauscht. Bei mir auch. Du hättest den Teppichklopfer kriegen sollen. Ich weiß bloß dieses Alter! Das war schon mies. Da hat die so, wow. Spitzt du? Das war ja nicht. Gönn ich dir nicht. So. Das letzte Geschenk abliefern. So ist es.
Danke des Mace und Dark Sun Cave. Nee. Aber vorwiegend. Freilassen und dann die Zahl daneben. So. Das letzte Geschenk. Klingt, als käme es von der Pyramide. Was ist wohl passiert? Finale. Bin doch gerade an der Pyramide vorbeigerannt. Ara 2 ist nämlich im Urlaub. Thank you.
Ja, das war scheiße. Wahrscheinlich der letzte Treffer. Ja. Nee, nee. Scheiß Viecher machen so viel Schaden. Sehr gut. Lucky. Danke! Aber es war noch nicht alles. Danach kommt noch ein Seed. Key Sanity. Da wird's interessant. Vor allem hat der Mizi wieder ein bisschen mehr zu tun mit Schüsse zählen. Was haben wir? 2,630. Na, ist in Ordnung. Golden Power, Silver Bells, Bryson Hero. Gut. Wir gehen in eine kurze Kaffeepause. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.